erhebe mich vor den anderen, äußere mich für Aufmerksamkeit. Meine Brüder, meine Schwestern, in Seele, in Geist und in Rajas Armen. Unser frisch geschaffener Bund ist jung und voller Hoffnung. Und schon ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns unserer größten und wichtigsten Aufgabe stellen. Es ist nun an uns, den Kindern der Rose, sowohl Schild als auch Schwert für Raja zu sein. Wir werden die Klinge erheben für all jene von uns, die der Harmonie gesegnet sind. Wir werden all die beschützen, deren Leben der Leidenschaft folgt. Auf Sylvas Schwingen werden wir im Flug über Feld und Pfad galoppieren. Und da Tavo uns schwingen, werden wir vor den Augen unserer Feinde verschleiert sein. Lange genug haben wir uns unter dem Joch der blutigen Schänderin leiden lassen. Das hat heute ein Ende. Lasst die Musik der Schlacht uns zu Rausch und Ekstase führen. Schritt für Schritt, Hufschlag für Hufschlag werden wir vordringen. Für jede vergossene Träne, für jeden Tropfen Blut wird der Feind den Preis zahlen. Heute werden wir den Dämonen in die Finsternis zurückschicken, aus denen sie gekrochen sind. Heute ist der Tag gekommen, an dem wir Aranien ein für alle Mal befreien. Zeigen wir ihnen, dass diese Rose Dornen hat. Für Sylva, für Tavon! Für die Götter! Bis zum letzten Mann! Und Frau. Entschuldigung. Ja, das war schon besser als auf dem Schiff. Ja, du kannst auch sehen, wie jetzt gerade der König Arkos II., der Maharan Shah, neben dir auch reitet, dir die Hand auf die Schulter legt, dir zunickt. Gute Rede, mein Freund. Aranien hatte eine leidvolle Zeit hinter sich. Wir verloren Elberum und Kuntiom und auch Antiopal. Es ist kein Zufall, dass heute der Tag der Entscheidung ist, ein Zeichen der Götter. Streiterinnen und Streiter Zorgans! Heute werden wir kämpfen und heute werden wir die Früchte dieser Schlacht ernten können. Mögen die Götter bei uns sein! Mögen die Götter bei euch sein! Als Heldenkönig, als Heldenschar, direkt daneben Kiaras eingegliedert in die Reihen der Rosenritter. Und dann könnt ihr sehen, wie über euch eine magisch verstärkte Stimme klingt, und zwar die von der Schar Eleonora. Vor 7 Jahren wurde Aranien auseinandergerissen von dem Jona der Schwarzen, der verfluchten Verräterin der Dämonenbuhle. Seit 7 Jahren peinigt sie unsere Landsleute jenseits der widernatürlichen Dornwall. Doch dieses Mal ist die Entscheidung gekommen. Aranien oder Oron? Freiheit oder Knechtschaft? Leben oder Tod? Heil oder Verdammnis? Schwere Schläge hat das Reich hingenommen. Man wähnte es gar schon besiegt. Doch ebenso, wie wir die giftigen Odem der Dämonen besiegten, vom Krankenlager uns erhoben, so wird sich auch Aranien wieder erheben. Der Kampf um unser Land und um unsere Zukunft ist noch nicht vorbei. Er beginnt erst jetzt, erst hier, hier in Zorgan. Und wir sind gewappnet, wir sind stärker als zuvor. Wir kennen die Schwächen unserer Feinde. Wir haben Waffen, die das Dämonengezücht fortschleudern werden. Mut und Ehre! Wir werden uns nicht beugen, nicht knechten lassen. Mit Mut und Ehre werden wir ihnen entgegentreten. Die giftige Schlange Oron hat sich aus ihrem Versteck gewagt. Doch hier, hier, wenn sie auch nur einen Fuß in unsere Stadt setzen, werden wir sie zerstampfen. Bürgerinnen und Bürger, erhebt euch, richtet eure Waffen gegen den Feind und kämpft für die Zukunft Araniens. Möge der Segen der Götter auf uns liegen. Dann könnt ihr es donnern hören. Das Donnern erklingt, Schlachten, Lieder, die von der anderen Seite wieder herüberklingen, die mordlustigen Skorpiongardinnen haben sich dann auch in Bewegung gesetzt und ihr könnt das Donnern von vielen tausenden Hufen hören. Und dann öffnet sich das Tor vor euch. Langsam. Bin ich irgendwie als Einziger so gespannt, wie das hier gleich ausgeht? Das wird eine Schlacht. Ich hoffe, wir überleben das alles. Sie nicht hier in die Schlacht zu schlagen, Raphim, denkt daran. Müsst ihr mir mal die Laune verderben? Unsere Schlacht kommt noch, jetzt wartet doch ab. Ach, Boltox, ihr seid so aufbauend. Ihr habt doch schon so viele Soldaten erschlagen, aber noch keine 6 gehörnte Dämonen, oder? Das ist ein gutes Argument, dieser Hund, das ist ein gutes Argument. Oh, wenn das Tor so aufgeht, oder? Wenn Karin nur den Befehl gibt, will ich einen sauberen Durchbruch. Nicht, dass mir irgendjemand mal den Mr. Sperenzien machen. Ja, dann hole ich meine Hand auf und blicke auf die Soldaten, wer als erstes den Ausbruch machen soll. Ja, alle warten irgendwie auf ein Zeichen.
Und dann gibt Argos den Befehl. Ihr setzt euch in Bewegung und stürmt und rast mit euren Pferden heran und dann könnt ihr sehen, nachdem ihr durch die Tore durchgeprescht seid, wie ihr vor einem Feld aus stinkenden Dämonenklauen stehen. Alles um euch herum ist ein Pfuhl. Hände, die greifen, reißen, ziehen. Ein Reiter, der direkt vor euch losgeritten ist, kann nicht mehr ganz abbremsen und reitet dann mit seinem Pferd wohl direkt in diese Klauenfelder. Ihr könnt sehen, wie wohl ein Bein des Pferdes abgerissen wird. Der Reiter fällt in diesen Pfuhl. Der Ausbruch ist beendet. Und dann könnt ihr über euch sehen und hören das Krächzen von Raben. Myriaden von Raben und grauer Limbusnebel, der sich über euch öffnet. Welche Art von Hexerei ist jetzt im Gange? Ihr kennt diese Raben bereits. Dämonenmerk, was sonst? Habe mir Iserun, kümmert euch drum. Ja, ihr seid gerade, wie gesagt, so ungefähr 20 Meter, lasst es 20 Meter sein, seid ihr aus der Stadt herausgeritten, könnt dann neben euch noch die Festung von Trak al-Shah erkennen und steht jetzt mit euren Pferden, die so ein bisschen wiehern, scheuen, dann vor diesem Pfuhl der Hölle, der direkt vor euch sich gebildet hat und den Ausfall einfach komplett negiert. Auf der anderen Seite könnt ihr dann sehen, wie auf 1000 Schritt dieser Sturmangriff der Reiter dann gegeneinander gepresst wird. Ihr könnt viele Hexen erkennen, ihr könnt einige Mannwitter erkennen, die mehr als 2 Meter groß sind und sich da dann in die Reihen der Feinde schmeißen. Ferkiner, die gegen Ferkiner in den Krieg ziehen und Magier, die gegen Hexen ziehen. Ihr seht, wie die Schlacht tobt und ihr seid dazu verdammt, nichts zu tun und einfach nur zuzusehen, während die Raben auf euch zukommen. Ich bekomme bitte eine Reitenprobe von euch, wenn ihr fliehen wollt. Wenn ihr einfach nur stehen bleiben wollt und euch zerreißen lassen, dann geht das natürlich auch erschwert um 5. Ich stehe ja auf dem Streitwagen, nehme ich an. Oder? Weiß ich nicht, wenn du einen Fahrer hast, ja. Ich fahre das Ding nicht. Nicht mit. Achso, du fährst es nicht. Gut, dann reite ich. Gut, dann bitte, wie gesagt, die Reitenprobe. Ja. Abel mir darf natürlich auch fahren, wenn er will. Und dann fliegen wir denn, was macht heute? Gute Entscheidung habe ich mir. Ich mache jetzt erstmal einen Guardianum gegen Dämonen. Also ich schaue erstmal, was Karin noch tut. Ausweichend. Wie der Wind. Dann wird mit uns gewichen. Zwei Erschwernis, weil ich entrückt bin. Ist geschafft. Habe ich noch Zeit, um mir Zeit zu lassen eigentlich? Ganz generell ja. Willst du ihn explizit gegen Dämonen wirken? Explizit gegen Dämonen, richtig. Einen Moment. Also der gegen Dämonen hält auch dämonische Materie, wie zum Beispiel den Pandemonium draus. Richtig, genau deswegen. Das ist richtig. Diese spezielle Erfahrung hatten wir ja schon. Richtig, richtig, genau. Genau, und ich würde gerne die Reichweite erhöhen um eine Kategorie, damit ich quasi so eine Schneise machen kann und sich Leute um mich herum sammeln können. Dann wäre das insgesamt eine Erschwernis von 3 und nochmal 3 wären 6. Ich kann mir Zeit lassen, nochmal 4 weniger, also um 2 erschwert. Alles klärchen. Dann spannt sich über dich die schützende Kuppel, während die Tiere in Panik geraten und du siehst, wie unter anderem auch Krähen auf dich zufliegen. Der Pandemonium selbst wird natürlich dann nicht durch deinen Guardianum kommen, zumindest dann nach und nach, solltest du in die Nähe kommen, einen Schild dann wegbeißen, klauen, hieben, aber die Krähen sind nicht dämonisch. Sie sind über den Limbus und über Einfluss und über Herbeirufung dazu gekommen, aber nicht dämonisch. Und was tun wir? Ja, ihr könnt sehen, wie jetzt wohl mehrere Hexen irgendwo auf dem Schlachtfeld in einem großen Unitatio-Kreis sitzen, sich die Hände gereicht haben und viele, viele, aber hunderte von Krähen gegen euch schicken, gegen Krak al-Shah.
Jeder, der die Reitenprobe nicht geschafft hat, bekommt erst einmal, lass mich kurz nachgucken, steht hier nämlich auch drin. Aber wir haben sie alle geschafft, oder? Nee, Abelmeier hat sie nicht geschafft. Ach, Abelmeier! Tut mir leid. Ich hab sie geschafft. Erst muss Pferde morden und dann nicht mehr drauf reiten können. Nee, kannst du nicht, weil du kannst keine Probe mehr machen, weil du den Guardianum mit Zeit gelassen gesprochen hast. Gut, dann habe ich das richtig verstanden. Ja, Isarun, unterdrückt diese Clown. Der Rest von uns reitet unter dem Schwarm hindurch und greift die Hexen an. Ihr habt den Ritter gehört! Vorwärts! Ja, ich reite mal Kiaras hinterher, worum er der hinreitet. Halt mir ein paar Hexen um. Dann gebe ich jedem, der die Reitenprobe nicht geschafft hat oder der sie nicht gewürfelt hat, 2W6 TP, ist keine SP, sondern TP, könnte eure Rüstung abziehen. Sind 8 für verschiedenste Krallen, pickende Schnäbel, die an eurer Rüstung vorbei gieben, in euer Fleisch und sich dann auf andere setzen. Irgendwelche Schwerter, die nach den Krähen auch gehackt werden, sie dann Teile zerschneiden und könnt ihr versuchen, nachdem ihr so ein bisschen ausgewichen seid und es geschafft habt oder auch nicht, dann gemeinsam mit dem Guardianum durch das Pandemonium-Becken hindurchzukommen. Liegt außer diesem Becken noch etwas zwischen uns und den Hexen? Ja, natürlich. Viele, viele Leute. Also, die sitzen da irgendwo in der Mitte des Schlachtfeldes. Von Süden jetzt der Ansturm der Nebachroten bzw. der gesammelten Ferkiner. Und irgendwo dazwischen könnt ihr dann auch noch sowas wie den Rosenknecht erkennen, ein paar Skorpiongardisten, Rotmäntel und auch noch einen dieser berüchtigten Leftania. Ich probiere mein Pferd wieder unter zur Kontrolle bekommen, weil es irgendwie anscheinend erschreckt wurde und auf die Hinterbeine gestiegen ist. Und ich probiere mit einer zweiten Reitenprobe dieses Pferd wieder unter zur Kontrolle zu kommen und den anderen hinterher zu reiten. Erschwert? Normal? Du musst dein Pferd nicht wirklich mehr weiter kontrollieren. Also es ging jetzt nur darum, ob du Schaden bekommen hast oder nicht durch die Krähen. Aber also dein Pferd scheut irgendwie. Aber ihr könntet dann gemeinsam in dem Kreis von Isarun dann auch da durchreiten und das soll wohl irgendwie gelingen, ja. Genau, also ich würde mich auch jetzt darauf konzentrieren, die Leute, deren Pferde irgendwie gefangen sind oder scheuen, einzusammeln, denen mit meiner schönen militärischen Befehlsstimme zu sagen, dass sie sich gefälligst um mich sammeln sollen und dann den anderen hinterher. Also, ich möchte quasi eine Schneise da reinschlagen und unsere Leute ein bisschen voranbringen. Ja, wie gesagt, es fesselt dich schon so ein bisschen, wenn du dann auf die Reiter zureitest. Du kannst neben ihnen dann sehen, dreibeinige Pferde, denen dann irgendwie das vierte Bein schon abgerissen ist und was dann in den zahllosen Mäulern dann zerkaut wird. Und den Reiter kannst du dann noch retten. Schwer verletzt oder teilweise, dann kommst du auch ein bisschen zu spät, je nachdem, wie viele das sind. Aber so viele sind das nicht. Ihr habt immer eine große Streitmacht. Der Großteil des Heeres wird dann den Ausfall abbrechen müssen, aber mit ungefähr einer Handvoll, also göttergefälligen 12 Gardisten und euch könnt ihr dann gemeinsam in diesem Guardianum auf die andere Seite euch durchschlagen und dann in einem Sturmangriff eure Pferde in Richtung der Hexen lenken. Wenn ihr das wollt. Jo. Hexen töten ist das, wofür ich geboren wurde. Derweil die anreitenden Nebachoten prallen auf die Krieger, bringen sie zu Fall. Ihr könnt wohl sehen, wie prasselnder Pfeilhagel die Reihen der Auronia niederstreckt. Diese reagieren ebenso mit Pfeilen, die dann von Berittenen verschossen werden. Ihr könnt weitere Krähenschwärme erkennen, die sich dann zerstiebeln, wieder in schwarzen, grauen Limbuswolken dann verschwinden und wieder irgendwo anders auftauchen. Ihr könnt jetzt mittlerweile auch erkennen, wie kopfgroße Eisbrocken auf das Entsatzheer niedergehen und da wohl auch irgendwelche Wetterphänomene beschworen werden. Es ist heiß, es ist richtig heiß, es ist kein Sturm, es ist keine Wolke zu erkennen und trotzdem, gerade Boltax kann das erkennen, kopfgroße, schwere Eisbrocken, die jetzt von den Hexen im Unitatio beschworen worden sind und auch hinter euch auf das andere Heer dann auf Zorgan niedergehen. Verdammt! Wir müssen sie so schnell wie möglich ausschalten. Ja, wie weit sind die denn noch entfernt so in etwa? Haben wir eine Karte?
Ja, wir haben eine Karte. Ich habe das einfach mal so ein bisschen selber gezeichnet. Ihr seid jetzt ungefähr hier und müsstet dann, ich muss gerade mal gucken, so ein bisschen in die Mitte reinreiten. Das sind so, lass mich kurz gucken, das sind 1 zu 10, glaube ich, ne? 1 zu 10 sind es. Also 400 Meter müsstet ihr dann mit den Pferden ungefähr machen. Und während ihr dann auf die zureitet, könnt ihr, wie gesagt, um euch herum, hinter euch, vor euch dann noch den Schlachtenlärm sehen, könnt dann auch erkennen, wie die Kavallerie sich da wohl sowas wie ja Spielchen liefert. Man möchte natürlich so ein bisschen hinter die Streitmacht gelangen und da dann in die Flanke fallen. Regiment um Regiment, was fällt, Schwadron um Schwadron, Lanze um Lanze, die da bricht und Rufe und Klänge, wie gesagt, von auch Magiern, die auf der anderen Seite kämpfen. Einige Fußkämpfer, die ihr erkennen könnt und ja, dann stürzt ihr mit eurem Sturmangriff wieder mit sowas wie einem Keil des Lichts beziehungsweise mit einem Keil der Rose in die Hexen hinein. Wollt ihr die einfach umreiten, niederreiten, zertrampeln? Ja, ich hätte eine Lanze im Angebot. Ich würde gern 50 Meter vor den Hexenzirkel abbremsen, Pferd zum Stehen bringen und einen verkürzten Ignisfero wirken. Exakt dies. Da warten doch alle drauf. Tu mal was für deine Kampfmagier-Schule. So. Also die halbierte Zauber kostet 15 FP, halbiert 3. Also Erschwerung um 3. Richtig, also Isarun wird tatsächlich auch das gleiche machen. Einmal sind die sich tatsächlich einig. Ignisfero, Feuerball. Sprech die noch gemeinsam. Gleisenbrand und Donnerhall. Gleisenbrand und Donnerhall. Dasselbe Modifikation von Isarun, verkürzte Zauberdauer. Und vom ja, Pferd. Was sagst du gerade? Und vom Pferd. Oder? Nein. Also wir bleiben ja stehen. Von ach daher. So, okay. Ja, Isarun ruft stattdessen Incendium Consumeat Vos. Gut, dann macht ihr wie viel Schaden? Sind das 5W6 plus ZFP Stern? Halbe. Halbe. Also 5W6 plus 2 aufgerundet. Also 30. Also ihr würdet sagen, das sind so 10 Hexen, die da jetzt in einem Kreis sitzen, sich die Hände gereicht haben, könnt ihr genau auf die Mitte zielen oder einer vorne, einer hinten. Also, dass ihr dann ja mit dieser Explosion dann Verheerung und Tod bringen könnt. 28 für jede und dann abnehmend 30 für bei mir. Für also jeden Meter. Für jeden Meter den höchsten Würfel plus einen Punkt. Den höchsten Würfel abziehen. Und einen Punkt. Einen Punkt. Ich habe die plus 2 wieder vergessen. 30 und sind nur 23 Punkte. Reicht auf alle Fälle. Ihr könnt auf alle Fälle sehen, wie sich der Hexenzirkel auflöst. Die Krähen werden dann ja teilweise hinter euch, vor euch dann ja profan weiterfliegen und nicht mehr im Limbusnebel verschwinden. Ihr seht, wie Fackeln stinkend, schwelend, menschliches Fleisch herumläuft, kokelnd und sich die Haut langsam ablöst. Sie torkeln dann teilweise auch auf Yalan zu, auf die Reihen der Kavallerie, der Rosenritter und du kannst dann auch sehen, zu deinem ja, Entsetzen, Yalan, du willst gerade anlegen, deine Lanze auf die erste, die entgegenkommt, sie ist wohl in ihrer, ja, Meter um Meter, du machst Meter um Meter auf ihre Richtung zu und gerade hast du die Lanze angelegt, da siehst du, wie sie sich wohl selbst den Dolch in ihr Auge rammt, um von diesem Schmerz erlöst zu werden, der sie verzehrt, weil sie weiter anfängt zu brennen und sie dann eben auch weiter quält und sie will dieses Leben beenden und uns dann eben die Lanze so ein bisschen umdrehen, dein Pferd nochmal ein bisschen in die Seite pieken und dann auf eine andere Hexe anlegen, die du dann einfach zerteilen kannst, zerschneiden. Du lässt deine Lanze los, damit sie dann eben nicht aus der Hand gerissen wird und könnt sie dann niedermachen. Dass ihr mir keine davon kommen lasst! Ich möchte so viel wie möglich einen Gnadenstoß geben. Kannst du teilweise auch absitzen und ja, nach und nach dann
die Köpfe abschlagen oder dann auch gemeinsam mit deinem Pferd weiterhin dann durch sie durchreiten, sie dann auch zertrampeln, wenn du willst. Und auf der anderen Seite, da wo die Nebachoten gegen die Oronia kämpfen, könnt ihr dann auch sowas sehen wie Heuschrecken, die jetzt wohl nach und nach auch vergehen. Also auch die wurden gerufen und werden da jetzt zertrampelt und ja, scheint wohl ein unglaublich einfacher Sieg gewesen zu sein. Die haben da wohl nicht wirklich viel mit gerechnet. Boltax, was willst du gegen den Rosenknecht unternehmen? Gegen den Rosenknecht? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, wie weit ist der denn entfernt von unserer jetzigen, also von unserem jetzigen Standpunkt? Ungefähr 10, 20 Meter neben den Hexen mit einem Pferd ist das sicherlich einfach zu erreichen. 4 Meter groß, wuchtig, knorrig. Dornrosenranken, die ihn umgeben, die ihn umwuchern, bockige Haut und erinnert dich entfernt an eine humanoide Gestalt und wankt dann auf euch zu, nicht nur unbedingt auf dich, aber gerade für dich ein auserkorener Gegner. Ja, ich würde gucken, also hier wird es ja wahrscheinlich mittlerweile überall brennen durch die beiden Ignisfero. Gehe ich mal von aus, oder? Vor allem in dem Kreis, wo die Hexen saßen, ja. Ja, gut, okay, dann würde ich tatsächlich zuallererst, wie schnell bewegt sich der Rosenknecht auf mich zu? Das ist ja die erste Frage. Also ist er, rennt er auf mich zu, oder? Ja, er ist schon irgendwo nicht tierisch, aber er ist dämonoid und der will dann auch töten. Er hat eine Geschwindigkeit von 6 und wenn er sprintet, dann ist er bei 18. Okay, also der ist ordentlich fix. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Aber gut. Dann muss ich mir überlegen, was ich mache. Ich würde auf jeden Fall erstmal gucken, ob ich hier irgendwie ein brennendes Stück Holz oder Stück Stoff oder irgendwas Brennendes. Ja, klar, finde. Feuer findest du auf alle Fälle, gerade jetzt nach dem Einschlag. Ja, du kannst uns auch vom Pferd aus zaubern, dann müsstest du vorher natürlich noch eine Reitenprobe ablegen, wenn es geht. Ich würde absteigen und mir irgendwas, was wirklich mit diesem heißen Feuer brennt, suchen und dann ja dieses Stückchen nehmen, wenn der Rosenknecht auf mich zugerannt kommt und dann beginnen, einen Zorn der Elemente zu zaubern. Okay. Und sobald er dann in Reichweite ist, das Ganze auch auf ihn werfen. Werde jetzt tatsächlich nichts an Kosten sparen und den Zauber nicht weiter modifizieren. Ja, schauen wir mal. Also, angerichteten TP. Ja. 2W6 plus ZFB Sterntrefferpunkte. 5 Aktionen, dann go for it. Ja. Also 8 plus 2W6. Ja, 17 auf die entsprechende Zone. Mit entsprechenden Sekundärschäden, Feuer. Ja. 17. Ja. Yeah. Ich habe aktuell keinen Token für einen Knecht. Muss mal gerade. Nehmen wir mal, was nehme ich denn? Ich nehme einfach mal das Heldentoken. Das sollte, glaube ich, passen. Groß wie 4 Meter ist er, ja. Ich werde ihn nochmal ein bisschen kleiner machen. Natürlich so ganz ungefähr vorstellen. Aviander kämpft gerade irgendwo anders. Rohagnur ist beschworen. Was will Rafim tun? Rohagnur ist ja gebunden. Genau, gebunden in deinem Ring. Rafim. So viele Feinde töten wie irgend möglich. Nimmst du dir normale Skorpionschwestern oder Rotmäntel oder willst du auch mit dem Rosenknecht? Ich lasse Boltax seinen Rosenknecht und schlachte mich fröhlich durch die Herren und Damen, die da vorhanden sind. Ich würde auch die Hexen beenden, während ich dann vom Pferd springe. Am besten direkt einer dann mit dem Schwert in den Kopf springen und mich dann in die Reihen stürzen. Gut, Boltax, dann bist du erstmal alleine in dem Kampf gebunden. Ja. Abelmir und Iseron sitzen noch irgendwo in der Nähe auf dem Pferd. Die anderen sind 50 Meter weiter in den brennenden Hexen.
Und du siehst, wie der Rosenknecht getroffen wird. Er fängt an zu brennen und du kannst ihm von den 180 Lebenspunkten 17 entfernen. Er rennt auf dich zu. Okay, shit. Ja, dann renne ich mal in Richtung Abemir wiederholen, denn die haben ja ein Schild gegen den Mond. Ja, wie hoch ist deine Geschwindigkeit? Nicht so sonderlich hoch. 10. Nee, das ist nicht richtig berechnet. Ach so. Muss ich mal in... Wahrscheinlich 5 oder so mit Rüstung? Nee, ich habe ja keine Rüstung an. Dann oder 7. 7? So viel für Zwerg? Normale Leute haben 8, Zwerge verlieren 1. Wenn er keine Rüstung trägt, hat er 7. Geht ja sogar. Okay, gut, Torgo schon mal einfach langsam, weil er Rüstung trug. Ja. Dann bist du ein bisschen schneller als der Rosenknecht, zumindest wenn du in so einen Sprint verfällst, aber du kannst sehen, wie er jetzt komplett die Aggro von dir nimmt und auf dann jetzt Iseron zurennt. Ja, soll man machen. Gut. Machen wir mal eine Initiativrunde. Ja, also ich hatte ja gesagt, dass ich die Reichweite vom Guardianum erhöhe. Das heißt, 6 Schritt vor mir geht's nicht weiter für ihn. Mhm. Jo, passt. Ich meine, nirgendwo steht, dass dein Guardianum unendlich viel KK abfedert.